dieser Phantom. So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von The Forest mit Facecam sogar. Etwas dunkel, aber das ist auch nur wegen der Stimmung. Also, nicht, weil mein Ring nicht komplett versagt, aber ja. Genau. Wir haben ein bisschen Hunger und wir haben ein bisschen Durst. Ist jetzt nicht so das Problem, aber ja. Sorry, falls die Frise nicht so passt, aber ist okay. Wir sind ja nicht perfekt, aber trinken wir mal was. Wir haben denn einiges vor. Wir müssen, ja, wir gehen ein bisschen die Welt erkunden mal wieder, ne? Das ist ein bisschen was Neues. Also warten wir ein bisschen und erzählen uns ein bisschen Lagerfeuergeschichten. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe, aber ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Sie sind geistig behindert. Dann gehen wir doch mal raus, ne? Wir sind gestärkt, wir haben alles. Wir haben wirklich alles. Wir brauchen wirklich nichts anderes. Und dann, let's go in die Wildnis. So, da haben wir alles abgeholzt. Das wächst, glaube ich, nicht mehr nach. Das haben wir schön gemacht. Ui, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Und zwar, oh, da ist eine Erdechse. Nehmen wir uns mit, weil wir haben unseren Erdechsenverbrauch schon erfüllt. Und ja, jetzt gehen wir halt das weiter dann. Und ich hoffe, ich erwische jetzt mal. Hallo, komm her. Hallo, hallo, hallo. Jetzt aber. Ja, ich hab sie. So, hat ein bisschen gedauert, aber ist, glaube ich, kein Problem. Und yes, Echse gesammelt. So, und dann gehen wir einfach mal weiter. Wir gehen. Also da haben wir letztens ein paar Bewohner gesehen, wer sich letzte Folge vielleicht erinnern kann, ne? Ist ja auch schon wieder 2 Wochen her. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich fühle mich wie 100, dass ich diesen Satz öfter sage als Hallo. Nein, doch. Das ist gefühlt bei jedem in meinem Alter so schon. What the fuck? Ich werde alt. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal nach vorne und schauen, was da so los ist. Vielleicht sehen wir Einwohner, vielleicht auch nicht. Wenn wir welche sehen, dann vermeiden wir den Kampf. Wenn wir nicht welche sehen, dann, ja, keine Ahnung, plündern wir ein Lager und holen uns die restlichen Sachen. Da oben ist das Schneegebiet. Ich weiß nicht, ob ich da hinkommen soll, weil es einfach kein Ding gibt, ne? Und, oh! Hallo? Hallo, ich sehe dich! Komm her! Komm her! Ja, schau du, ja! Boah, Alter. Schau, wie er seinen Stock wegfetzt! Jetzt ist er auf den Baum gekraxelt. Hallo! Ich weiß, dass du trotzdem da bist. Du musst nicht weggehen. Ah, schau, wo? Alter, komm on! Oh, und er hat einen Freund mitgebracht! Hallo! Ah, ich glaube, das sind die anderen, das sind die komplett aggressiven, ne? Oha, Alter, come on! Boah, und er hat mir einen Hit gegeben. Boah, Alter, nicht schlecht. Schaut euch eure Ketten an, ihr habt echt viel Zähne drauf. Aber schade, dass ich euch jetzt ein paar ausschlagen werde, weil ihr mich angreift ohne irgendwas, ne? Zack, zack, zack. Oha, aha. Ja, reicht einfach raus. Nein, das wird kritisch, aber wir geben ihnen wieder welche mit. Alter, jetzt haben sie mich gut getroffen. Jetzt haben sie mich ja ernsthaft gut getroffen. Das ist nicht so bad gewesen. Zack. Ja, komm her. Stich dich noch ein paar Mal. Zack, zack, zack. Uff, Alter, beide schlagen auf einmal hin. Jetzt habe ich nicht mehr so viel. Wartet kurz. Kurze Kampfpause. Ja, ich nehme die Axt. Die schwere Axt. Ist mir wurscht, ob die jetzt kaputt geht oder nicht. Aber die halten mir eindeutig zu viel aus. Ich habe da schon 100 Mal reingepiekst. Nimm das, Alter. Schau, wie er gleich wegfliegt. Zack. Ja, schau, ist dumm, ne? Da brauchst du ihn nicht mehr herrennen. Oder ist er, versteckt er sich gleich hinterm Stein. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den Pfeil und Bogen auswählen, aber ich habe keine Zeit dafür. Da müsste ich auch den aufs Ding haben. Und er kommt her. Ui, komm. Ding, ich hab Bock. Komm her. Und noch einmal am Boden. Und noch einmal. Ah?
Ist okay. Wo ist jetzt der andere eigentlich? What the fuck, Brudi? Erschreck mich nicht so. Alter. Komm her jetzt. Komm her. Zack. Zack. Er lebt noch, er atmet noch. Ah, aber jetzt? Noch einmal zu sicher drauf haben. Ah, jetzt ist er K.O. Okay. Kommt da noch irgendwelche hin? Okay. Wo ist jetzt der andere gewesen? Wo ist jetzt der gewesen? Ich bin komplett lost in meinem Leben. Ne? Das ist ein Reh. Hä, wo ist der gehen? Hey, ich möchte einen mitnehmen. Hallo. Ich bin komplett lost. Hallo? Er muss ja doch irgendwo liegen. Ich bin komplett lost. Ah, da liegt er, ne? Nimm wir den mit. Ich wette, das ist... Du bist blutüberströmt. Wasch dich, um eine Infektion zu vermeiden. Ja. Sagen mir viele Leute, wasch dich. Aber ja. Gehen wir mit nach Hause. Ich meine, die Leute müssen halt damit rechnen, dass wenn hier ein wilder Kampf stattfindet zwischen den Kannibalen und zwar nicht den Ureinwohnern, sondern wirklich den Kannibalen. Ich denke mir das, weil die Kannibalen sind rot und die Ureinwohner sind bläulich. Also so grau-blau, so ähnlich Avatar-mäßig. Nur halt nicht so... So eher so wie von den neuen Alien-Filmen, ne? Ihr wisst, was ich meine, so weiß, grau, bläulich, ne? So in der Art, ja? Und sind riesengroß. Und alle durchtrainiert natürlich, ne? Die gehen ja jeden Tag Fitnessstudio, haben alle ein jahrelanges McFit oder sonstiges Gym-Abos. Und ja, die Leute denken, wie gesagt, die Leute denken sich sicher nichts, wenn ich dir hier einen von ihren Kumpels herumtrage, weil... Dem geht's nicht so gut und deswegen habe ich ihn mal mitgenommen, ne? Und pflege ihn jetzt bei mir. Natürlich nicht. Ich will, dass ich seine Knochen bekomme, dass er verbrennt ein bisschen und da habe ich den Teich, da kann ich mich dann waschen gehen. Ich hoffe, es callt mir keiner oder hat mir jemand zugeschaut, wo ich hingegangen bin. Ist mir ein bisschen bitter, weil dann kommen die ganz schnell mit Verstärkung und das will ich nicht. Legen wir mal ab und dann zünden wir es an. Schau, wie er da trägt. Alter. Ja, ich glaube dann... Ah, schau, die Beine sind jetzt mal schon weg, ne? Es hilft nichts mehr. Und dann dritten Bein geht es auch nicht mehr so gut. Um hier kinderfreundlich zu bleiben. So, waschen tue ich mich auch. Leben weiß ich nicht, wie ich das dazu gekommen. Ich glaube durch Essen und Schlafen. Aber ja, ich glaube ich... Einfach mal zwei Steaks rein oder besser gesagt ein Steak und ein Leguan. Wenn der mal jetzt hier. Ja, ich meine, ich kann es versuchen. Ich kann er mal so ein Steak reinhauen. Ah, und er ist. Ja, er ist einfach mal schon Ding. Und wir haben die Knochen und den Schädel. Und mit diesen Knochen können wir uns dann ein paar gute Sachen herstellen. Erstmal was essen. Sonst geht hier gar nichts. Und ich hoffe wirklich, dass uns keiner gefolgt ist. Das wäre ein bisschen bitter. So, den essbaren Leguan einfach reinhauen. Weil der frische hält noch ein bisschen länger. Den können wir noch ein bisschen länger brauchen. Und das eine Fleisch ist auch schon fertig. So. Hat jetzt nichts an Leben gebracht, aber auch nicht wirklich an Hunger. What the fuck? Und das für ein Fleischstück gewesen. Ist ja lächerlich, Alter. Ja, hat jetzt auch nichts wirklich was gebracht, aber ja. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß, haut rein, tschüss!